So, apropos mehr Zigorats, wir brauchen noch mehr Knowledge über die schlechteste Fußballmannschaft. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommen nämlich welche, die den Jungs den Rang abrennen wollen. Die haben nur ein einziges Ding, was sie richtig auszeichnet, und das ist die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands zu sein. Und dann sagen irgendwelche Leute: Hallo, hier, wir sind noch deutlich schlechter. Und dann wird darüber eine komplette Doku gemacht. Und ich sage euch, wie es ist: Da ist der Sprecher auch anders on fire. Also die Wortwahl dieses Kollegen sind stellenweise wirklich so sharp geschudet. Es ist ein paar Monate her. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es genießen. Da haben wir Ihnen den VfB Grafenau, C-Klasse Freyung Niederbayern, vorgestellt. Es schien die schlechteste Mannschaft in Deutschland zu sein. 0 Punkte und 11 zu 233 Tore in gerade mal 22 Spielen. Schlechter geht's nimmer. Das ist so heftig, ne? Bei 22 Spielen. Aber da kam dann postwendend, nachdem der Verein Gute bei Nacht. uns in der Sendung war, der Einspruch. Und zwar gäbe es dann noch den FC Sophienthal, C-Klasse 2, Bayreuth. Deren Ergebnis ebenfalls 0 Punkte und 29 zu 339 Tore in 30 29.300, das ist komplett insane. Spielen. Das ließ uns nicht ruhen und rief nach einem endgültigen Entscheidungsspiel. Schlecht sind beide, aber wer ist der allerschlechteste von beiden? Stefan Euler hat es herausgefunden. Ein Nein. Tag Das ist vor so dem krass, Finale ne? herrschen in Sophienthal Hektik Es wird und noch so Nervosität. bodenlos. Die Ja. Bewohner, 100 Enten, 100 Hühner, 200 Hasen und 500 Menschen fiebern dem Duell entgegen. Das Gerücht, dass man hier im kosmopolitischen Teil des Fichtelgebirges gar nicht das Schlusslicht aller Vereine sein soll, stößt auf Unglauben, denn die letzten Erfolge liegen nun wirklich lange zurück. Wann ist das gewesen? Im 1900. 19. 1919. 1919. Der Bericht ist von 96. Letzten Erfolg hatten die 1919. Zweitschlechtester Verein zum Kichern. Richtig, Denn es gibt drei Arten von Lügen: Zwecklügen, Notlügen und Statistiken. Das ist so gottlos. Ergo, die 0 Punkte und 29 zu 339 Tore müssen im Duell überprüft werden. Für den Beweis zu Hause gegen Grafenau bringen sich die Oberfranken fix in Form. Die Asketisch, Oberfranken. ästhetisch, elfengleich federn Männer des kernigen Typs über die Grünfläche. Elfengleich fegen Männer des kernigen Typs über die Grünfläche. Was ist denn das bitte für ein gottlos geiles Wording? Immerhin im gleichen Jahrhundert. True, true. Ehrungen werden eingeklagt. Wir machen also heute nicht so viel, damit wir morgen fit sind. Und dann hinterher auch wegen. Heute Abend nicht so viel trinken. Wir wollen morgen fit sein, Leute. Heute Abend nicht so viel trinken. Das ist so der Pep-Talk von denen. Den Tiefschlag, der mieseste Trainer Deutschlands zu sein, erträgt der Berger Erwin mit napoleonischer Größe. Erfolglos ja, schlecht nein. Nach einem Training mit. Erfolglos ja, schlecht nein. Die anderen waren nur besser, so weißt du. Wenn du irgendwann so Spitzenklasse spielst, das sind das Nuancen. Oh, ey. Es irgendwann mal eine Doku über mich geben sollte, will ich den Typen. Ey, oder? Voll. Grace, ich fühle das. So gut. Der ist so stark und vor allem der ist in der Doku noch krasser. Fußballähnlicher Leibesertüchtigung belügt man sich wie immer. Wir machen sie morgen weg, wie sie es brauchen. 6-1 für uns. 10-0. Was war das denn? Das ist die komplette Mannschaft. Das ist einfach die 90er. Die Leute. Ohne Scheiß. Wie kann. Also. Evolutionstechnisch hat sich der Mensch schon nochmal verändert seit den 90ern, oder? Ja, muss. Alles war ein bisschen schief. Das sehr schief. Wenn ich auch Bilder von mir früher angucke, früher auch voll schief. 12-0. Vielleicht ist das auch 90er Kameras, alles so ein bisschen. Samstag, Tag der Entscheidung. Es geht um 80 cm morbide Hässlichkeit, geschaffen, um zu strafen, modelliert, um zu erniedrigen. Das ist so ein gottloses Wording, ne? Lasst euch das bitte nochmal auf der Zunge zergehen. Das ist so genial geschrieben, ne? Es ist wirklich, ich liebe diesen Bericht so sehr. Ich meine, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde es so schön, ne? 11-1, 12-0. Samstag, Tag der Entscheidung. Es geht um 80 cm morbide Hässlichkeit, geschaffen, um zu strafen, modelliert, um zu erniedrigen. Der Titel.
geht um 80 Zentimeter morbide Hässlichkeit, geschaffen um zu strafen. Es ist so ein starkes Wording. Die Tarn des Jahres, die Trophäe für den Verlierer 96. Die Sophienthaler posieren arrogant in Siegerattitüde. Dortmunder Gelb-Schwarz soll Grafenau mental alles von erschüttern. Eingekleidet. Grimmige, meditative Entschlossenheit dagegen bei den Gästen aus Grafenau. Sie haben in der kommenden Saison hohe Ziele. Ein Punkt. Ein Punkt wollen wir unbedingt tun. Das ist, für das kämpfen und für das laufen. Ist so geil, ist so geil. Ohne Scheiß, wenn alle an dem, vor allem so ein Punkt ist so ein Ding, dann ist nicht so das Ziel so, wir müssen aufsteigen. So. Das ist nicht so, weniger trinken, Jungs. Ne, denkt dran, wir haben morgen ein Spiel. Das ist so, kannst dir trotzdem genüsslich ein Bier reinstellen und trotzdem ist ein Punkt nicht in weiter Ferne. Will man meinen. Rasenfrei für die Schlacht im Stadion an der Schweinebucht. Bayerisch-bayerisches Gigantentreffen. Astrale Körper in Stern-TV-Trikots. Blicke unbeirrt. Der Mann hat so ein... Das ist nur geil. Was zum... Ey, hättest du gedacht, dass wir hier heute... Der ganz rechts ist der Einzige, der aussieht wie ein normaler Mensch. Ey, die 90er, das ist ja, da ist nochmal, da ist nochmal was dazugekommen. Anpfiff, gelähmt durch die Rekordkulisse von... Dieses einer, ein Elf aus Herr der Ringe. Ein sehr kleiner Elf. 500 Besuchern kommen die Grafenauer schnell in Bedrängnis. Haarscharf verfehlt ein Freistoß, ein Eichhörnchen neben dem Tor. Einfach Hörnchen-Content auch noch geballert. Schnell zeigt sich, dass hier zwei blinde Teams zumindest einäugigen Fußball erstümpern. Rasse und Klasse sind zumindest als Vorsatz anzunehmen. Auf dem Rasen entwickeln sich munter wechselnde Besitzverhältnisse und geniale Pässe wirbeln Freund und Feind durcheinander. Bei dem angeschlagenen Tempo kommt nur der Ball mit. Ey, das ist so krass, ne? Ey, das ist wirklich, dieser Mann tanzt mit Worten, das ist unfassbar. Schluss mit lustig, sagt sich nach 7 Minuten der Klingeis ernst. Ein Hackentänzchen verzaubert den Kontrahenten, ein kleiner Schritt beiseite verknotet den nächsten und ein satter Schuss erzürnt den hintersten. Grafenau führt 1-0. Kann der bitte die WM moderieren? Ja, bitte? Boah, das wäre so Gott-Tier, ne? Wenn der komplette Fußballspiele moderieren würde und wenn er den Flow das drauf hätte. Halt so geil. Die Antwort von Sophienthal, ein wütender Angriff mit Köpfchen. Doch vergeben die Großchance. Vergeben die Großchance, Alter! Der Mann müsste 3,50 groß sein, um den zu nehmen. Mit dem ich als Sprecher würde ich Fußball schauen. Voll. Das ist das, was ich meine. Das ist so die Art von Doku, die muss ich euch dann auch mal zeigen, ey. Dann die 15. Minute. Der Grafenau Express rollt. Filigranes Passspiel findet zu Manzenberger Alex. Ein abgerutschter Schuss. Es steht 2-0. Wann hat es solche Beglückung schon mal gegeben? Doch nicht genug. 26. Minute. Klinger ist ernst. Der blonde Siegfried vom germanischen Typus fummelt, wirbelt. Der blonde Siegfried vom germanischen Typus fummelt. Trickst, dass das Netz kaum mitkommt. 3-0. Die Vorentscheidung? Nein, körperliche Überheblichkeiten führen zu einem rüden Foulspiel. Der Anschlusstreffer. Elfmeter! Aber! Kurz vor der Pause euphorisiert die 500 Fans. Die meisten jedenfalls. Trotz diverser Blessuren, Kräfte. Boah, ihr könnt so froh sein, dass ich über dem Fußnagel, über dem großen war. Ich schwöre, ich habe euch gerade den Abend gerettet. Der große Nagel, ne, der ist fast oben aus meinem Bildborder rausgekommen. Der Pause mit eingängigen Parolen erweckt. Jetzt Vollpower spielen, also der zwei Stürmer, jetzt haben wir einen Stürmer zurückgeholt und jetzt nur mit zwei Sturmspitzen und jetzt müsste es voll drauf gehen. Die Trophäe winkt. Sophienthal gibt auch in der zweiten Hälfte nichts. Grafenau hält dagegen. Gibt auch in der... Ist auch so bodenlos, ne? Sie geben auch in der zweiten Hälfte nichts. Mit allem. Verweichlichte Mimosen am Spielfeldrand wollen lieber Ballett sehen. Mensch, was soll die Scheiße? Die Grafenauer Kräfte scheinen zu erlahmen. Dieser Spielzug verdeutlicht, am häufigsten treffen beide Teams das allgegenwärtige Luftloch.
So schlimm. Mitte der zweiten Hälfte entdeckt Sophienthal dann die freien Räume. Nicht vorhandene Sportkameraden werden gesucht und nie gefunden. Jetzt disst du auch die Zuschauer. Ey, dieser Mann ist für verbrannte Erde zuständig. Also wirklich. Ich glaub, der Sohnemann von dem, der hat nachher im Frühstücksfernsehen angefangen, nur um da die Brony-Messe hops zu nehmen. Egal. Bei Standardsituationen brennt... Das ist so geil. Ein pissenden Kerl einblenden, ey. ...das lichterloh im Gästestrafraum. Der Druck der Fichtelgebirgsbewohner fordert den Niederbayern das Letzte. Ach was, das Allerletzte ab. Nur durch Kampfkraft und unwiderstehliches Passspiel befreien sich die Grafenauer aus der Umklammerung. Ein super Spiel. Aber gut spielen sie. Wer? Warte mal. Ganze Leute sind einfach todesbesoffen. Das ist ihnen scheißegal, welcher Fußball da gespielt wird. Jakob, ich glaube, das ist auch die Antwort auf deinen letzten Satz. No one cares. So ist einfach alle voll und grün. Ah, die Gelben. Die Gelben, das sind sie hier. Ja. Erst haben die Gelben kein Glück, dann kommt Pech dazu. Ein Mann namens Seidel-Georg exekutiert alle Hoffnungen mit einer... Exekutiert alle Hoffnungen? Seidel-Georg? Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat an irgendein Seidel-Georg irgendwas exekutiert, glaube ich. Im Grätsch seit Fallquerschuss 4:1 nach einer Stunde. 5:1, dann 2 Minuten später, wieder der Blonde, wieder ein Grätsch seit Fallquerschuss. Überhaupt, der Blonde, so hoch verlieren ist Betrug. Die haben ein paar gute Leute drin, ne? Die können ja Bayern nicht spielen. So soll der Elfer, ne? Die haben gute Leute, die könnten bei Bayern spielen, hat der jetzt gesagt? Nee, in der Bayernliga. Ah, okay. Also ihr seid komplett desillusioniert. Ja, wir haben halt unsere Meinung. Ihr seid komplett desillusioniert. Einfach nochmal in der Wunde porkeln. Die Mannschaft, wo wir das ganze Jahr gespielt haben, einlaufen lassen, ne? Ohne Geschiss. Unsportliche Worte am Rande. Grafenau antwortet auf den Platz. Der Schramme Hans straft einen läppischen Griff und schiebt zum 6:1 ein. Und eine Minute später eine aparte Kombination. Unter durchtriebener Mithilfe vom Seidel-Georg filettiert der Elfer, der mysteriöse Klingeis-Ernst, die Abwehr. 7:1 für Grafenau, der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte. Das ich wollte den Porno kommentieren. Filigran tänzelt er. Verwirrung. Ich glaube 7:1. Machen wir 3:0. 7:1, glaube ich. Aber du glaubst es nicht. Ja, 7, zwischen 6 und 8, 1, so irgendetwas. Das Spiel im Stadion an der Schweinebucht, ein Paradoxon. Der Sieger geht leer aus. Sophienthal dagegen schreibt, wie erhofft, Sportgeschichte. Ihr habt jetzt ununterbrochen verloren. Heute das 31. Mal in dieser Saison. Und wir haben gedacht, es ist den Titan des Jahres wert. Bewegende Momente im Leben der Sophienthaler Idealisten, aber auch für den Vater des Pokals. Fachwissen bei Technik und Taktik finden Anerkennung in den Fluten des Schweinebachs. Das Saisonziel 97 ist für Berger Erwin und sein Team klar. Titelverteidigung. Ich liebe aber auch, dass er immer den Nachnamen oder den Vornamen sagt. Ey, es ist wirklich... Berger Erwin. Es ist so Top-Tier-Comedy, wie dieser Mann diesen Bericht eingesprochen hat. Naja, das ist wirklich einfach nur geil. In Tonspur, da kannst du da wirklich so viele Snippets rausnehmen, die du gebrauchen kannst. Kein Scheiß. Nur geil. Ah, ey, schön, dass wir das noch zusammen gucken konnten. Ich finde es gottlos witzig. Mit den Bildungstipps und nimm dir, steh auf, nimm alle zusammen Platz auf der Couch.